So, weiter geht's mit dem zweiten Rennen hier beim Land Rush im Schnee, ich weiß gar nicht, Aspen, glaube ich. Ist die Region, in der wir fahren, ja, hier mit dem BP Ultimate Lackierung vom Buggy. Drift insgesamt 195 Meter ist das Ziel. 6 Runden stehen uns bevor Snowmass Takedown heißt die Strecke. Und ich würde sagen, let's go. Diesmal nicht bei Schnee, sondern bei schönem Sonnenschein. Natürlich im Schnee, aber halt nicht beim, nicht wenn es schneit. So, Platz 7 ist unsere Startposition. Letztes Rennen haben wir zweites Mal angefangen, haben dann Platz 1 noch uns geholt, haben den Mohamed hier schön overtaked, haben ihn schön überholt. Den von Recaro, ja, drehen wir erstmal und setzen uns auch zurück, aber das würde ich nicht sagen, sondern wir machen einfach gleich und Rennen neu starten. Ja, wir machen neu starten. Okay, weil es war da vorne in der Kurve, da lohnt sich nicht, wenn es einen Zurücksetzer zu verwenden, weil der ist dann gleich weg und dann, ja. Wir müssen ja die 6 Runden fahren. Ich weiß nicht, wie lang so eine Strecke ist. Vielleicht ist die kürzer als die im letzten Teil. Also da, wo wir 4 Runden gefahren sind, aber, ja. Mal gucken. So, ich habe jetzt mal keinen Zurücksetzer verwendet. Es sind ja 6 Runden, wie bereits gesagt. Aber wahrscheinlich sind die Runden schneller gefahren. Wir sollten aber mal aufholen. Platz 2 brauchen wir eigentlich mindestens. Platz 3 geht vielleicht noch gerade so. Kommt dann auf die Platzierung der anderen an. Wo der Mohamed und so ist. Ja. Aber wir gucken einfach mal. So. Den hier von Recaro, den werden wir erstmal gleich überholen. Den wollen wir nicht mehr vor uns haben. Jetzt haben wir erstmal wieder so eine andere Masse an Fahrern vor uns. Wen haben wir denn da vor uns? Den Herrn Ravagla, jetzt haben wir den Mohamed wieder vor uns. Ach, guten Tag, Mohamed. Hier, Ben Sulayem, alter Ben Sulayem, Mohamed, hier, lass mal vorbei mit der Oxy-Lackierung, hat er wieder. Voll konkrete Oxy-Lackierung. Und jetzt geben wir mal wieder konkret Gas, Leute. Süd van der Linde, der kann mal auf seine Linden schauen und kann mal hier schön aus dem Rennen austreten. Wir überholen jetzt erstmal schön weiter hier unsere Dreifach- oder Vierfach-Überhol- Combo sollten wir jetzt eigentlich bekommen. Garrett John Jones ist jetzt vor uns. Wir sind Weltrekord gefahren, weil die anderen können keinen Weltrekord gefahren sind, weil, ach, ich keine Ahnung, vielleicht versteht ihr es ja selber, wieso wir es nicht geschafft haben, weil wir haben einfach diese paar überholt und so sind wir einfach schneller gewesen als die anderen und den haben wir gerade mal aus dem Rennen gehauen. Das war lustig. Das hat geil funktioniert und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir das auch gleich beim nächsten auch, beziehungsweise überholen den einfach. Pedro Ramos, eine Sekunde, 2,5 Millisekunden hinter uns. Und der andere habe ich gar nicht geguckt, wie weit der vor uns ist. Eine Sekunde, okay. Das heißt, genauso viel vorne Abstand wie nach hinten. Relativ in der Mitte fahren wir also von beiden. Wir müssen ihn vorne aber noch überholen. Hinten kann man gar nicht mehr lesen, welche Startnummer wir haben, beziehungsweise welche Nummer da, also als welche Nummer wir eingetragen sind. Wir sind eigentlich Nummer 8, das sieht man hinten aber nicht mehr, weil der Schnee so da drauf liegt. So. Vorne wächst der Abstand, hinten schrumpft der. So sollte es eigentlich nicht sein. Es sollte eigentlich genau umgekehrt sein, weil wir wollen ja vorne schön aufholen. Vierte Runde ist gleich absolviert. Beziehungsweise die Hälfte ist absolviert von der vierten Runde. Gleich starten wir dann in die fünfte Runde und holen dann hoffentlich den hier auf, der natürlich gerade total den Fail gemacht hat, mich dadurch abgelenkt hat. Und der Pedro Ramos kommt erstmal nicht an mir vorbei. Das hat er echt geil gemacht, den Sprung. Wäre aber nicht so komisch gefahren, weil ich habe ihn probiert noch auszuweichen und dann, ja, bin ich auch ins Schleudern gekommen, aber ich habe natürlich noch den ersten Platz verteidigen können und der hat es natürlich nicht geschafft. So, fast 1,2 Sekunden Abstand. Hallo, haben die gerade Hallo gerufen oder was? Ja, feuert mir an, alles sind für mich, aber ja, klar. Hier, BP Ultimate Team, Leute. So, Pedro Ramos ist also hinter uns. Ich weiß gar nicht, wer war eigentlich der da vor uns verloren hat? Ich glaube, der war irgendwas mit H, aber der ist jetzt gar nicht da drin. Der hat sich anscheinend auch die weiter hinteren Plätze gedingst. Okay, da sehe ich gerade nicht, was das ist. Wieso scrollt der jetzt auf einmal so voll da durch? Ich habe ja gar nicht die Taste gedrückt. Wieso macht der das? Ich drücke gar keine Taste. Naja, egal. So, letzte Runde ist angebrochen. Final Lap und wir verteidigen noch einmal eine Runde unseren ersten Platz hier in den Aspen und dann geht woanders hin, nach Finnland wahrscheinlich oder wo auch immer die Rallye dann stattfindet, vielleicht auch mal in Kenia
Weil die fehlt uns ja noch, bevor wir ins Finale können. Und noch einmal da vorne um die Kurve und dann geht es, glaube ich, schon auf die Zielgerade, wenn ich mich nicht irren sollte. Doch, da vorne ist sie schon noch einmal über die Huppelstrecke und dann ab durchs Ziel mit dem X obendrauf. Und let's win, würde ich sagen, oder? So nennen wir den Teil. Nein, machen wir nicht. Natürlich heißt es wieder ein Let's Play. Okay, und wir haben wieder 10 Punkte. Da sind wir locker Platz 1. Mohamed Bentulaye mit 13 Punkten auf Platz 2. Wir haben auf jeden Fall dieses Takedown gewonnen. Und dann geht's jetzt weiter mit der Rallye, die uns hier noch bevorsteht. Und dann noch dem Finale. Juhu. Finale. Oh. Simpson. Aha, Tonio Tires. Also sind die Räder von Tonio Tires halt, so heißt die Firma. Ja. Und wieder ordentlich Punkte gemacht. Ich glaube, mit der Saison, mit den Master Championships sollten wir eigentlich noch aufsteigen. Ach nee, was laber ich von Rallye? Sorry, Leute. Wie immer, das Finale wartet. Wie ein Offroad-Monster, das sich von der Konkurrenz ernährt. Rallye Cross, okay. Sorry, ich hatte Rallye gesagt. Nein, es ist noch ein Head-to-Head, was uns fehlt. Wir nehmen Pro, Open oder S2000. Was sind die Pro? Ich würde eigentlich sagen, wir nehmen die Pro. Obwohl wir die Ford Focus RS WRC und hier den Citroën haben, sind wir auch nicht lange nicht mehr gefahren. Obwohl ich gerne mal den Mini jetzt fahren würde. Open, die sind uns ja schon sehr bekannt, deswegen würde ich echt mal sagen, wir nehmen den Mini von Pro Drive, Pro Drive Mini WRT. Die anderen Sponsoren können wahrscheinlich gar nicht den Mini nehmen. Das heißt, wir können nur bei mit Pro Drive den Mini fahren. Aber der ist ja eben im Moment am besten mit dem Ruf halt. Und ja, er sieht einfach, ich finde ihn ganz cool. Das ist der John Cooper Works. Oha, die Reifen sind eigentlich voll klein. Da ist eigentlich viel mehr Platz da. Aber wahrscheinlich, wenn das federt alles und so. Beim Head-to-Head läufst du scheinbar immer zur Höchstform auf. Viel Glück für euch. Danke. Dann laufen wir mal wieder zur Höchstform auf. Ja, ja, die Strecke Smelter ist auch schon bekannt. Genauso wie die eine Strecke im Schnee. Es ist feucht, aber es regnet nicht und wir gucken, dass ich es jetzt treffe. Ich drücke keine Taste, ich schwöre. Nein. Geschafft. Win. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Wahrscheinlich müsste ich das Spiel nochmal neu starten, aber das mache ich jetzt nicht. So, ja, leichter Regen, also feucht halt. Ah, oh, der Wagen lässt sich sauber steuern, Leute. Super. Super perfekte Grip hier auf der Strecke. Alles passt perfektissimo. Ja, sehr innen halten war ich gerade. Und jetzt stoßen wir nochmal gegen die Wand. Jetzt haben wir links die Scheibe verloren. Ah ja, ja, jetzt wird's kalt, Leute. Hat Otto eigentlich eine Klimaanlage? Nee, hat's nicht, weil hier ist alles draußen in so Rallye-Fahrzeugen, was nicht gebraucht wird, weil, ja, die wollen halt alles an Gewicht sparen, damit sie möglichst so eine Klimaanlage wiegt. Keine Ahnung, die haben ja hier wirklich nur das wirklich allernötigste drin, weil das alles sonst nicht gebraucht wird. Das wird alles, das ist alles nur unnötiges Gewicht, was den Wagen verlangsamt. Was einfach nur so ist, dass der Wagen schneller zum, dass der Wagen mehr Zeit zum Beschleunigen braucht und ja. So, und das war ein kurzer Drift mit Handbremse. Mit aber am Ende fast einem stehen bleiben. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch ein km/h dabei waren, aber jetzt geht auf die Zielgerade Jason Porter, du hast verloren. Adios. Mit einem wunderschönen Auto da unten, der Schutz. Den sieht man richtig. Und wer ist alles rausgeflogen? Ken Block ist noch da von Monster Weird. Hier, wir fahren wahrscheinlich gegen Ruben Martinez, denke ich mal. Oder wie auch immer, wir werden sehen. Jetzt gibt es nämlich erstmal ins Halbfinale. Ich weiß echt nicht, ob ihr die Musik hört. Aber naja, gut. Nee, so klein sind die Reifen gar nicht. Das war nur daran, weil der Hintergrund so dunkel ist. Konnte ich nicht so gut erkennen. Weil da, aber hier hat er doch so oft viel Platz, der Reifen nach da oben. Und da geht es ja noch größer. Als ich es vielleicht sehe. Ich glaube, vorne ist
Der Platz ist kleiner. Oh, es regnet. Ja, die Scheibenwischer sind wieder nützlich im Moment. Nicht so wie beim Schnee. Merkt, beim Regen sieht man ja wenigstens das, was drauf fällt auf die Scheibe. Und wir probieren wieder unser Glück hier in dem Lotteriespiel. Oder was spielen wir jetzt hier? Glücksspiel. Und ho! Geschafft. Immer wenn er bei Fahrzeugeinstellungen ist, muss ich das drücken, damit es noch rechtzeitig was wird. Da drüben steht der Gegner, Ruben Martinez, wie gesagt. Und jetzt geht's mit dem John Cooper Works auf die Strecke, die etwas rutschiger wahrscheinlich ist. Nicht mehr so die perfekten Grip-Eigenschaften, aber naja, hier ein Smelter ist eigentlich nie gutes Wetter. Das ist eigentlich immer irgendwie feucht oder Regen. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch gutes Wetter einstellen kann. Also, dass es irgendwie hier nicht so irgendwie ein bisschen düster und so ist. So, die Strecke ist uns ja mittlerweile bekannt. Hier muss ich etwas mehr bremsen, da bin ich letztes Mal gegen die Wand gefahren. Wir wollen ja jetzt nicht, dass die Scheibe an der Seite weggeht, sonst werden wir ja ganz nass. Und jetzt geht auf die erste Zielgerade wieder, also erstmal wieder durchs Ziel. Das haben wir locker geschafft. Der Gegner liegt echt noch hinter uns, also Head-to-Head ist echt eines der, meiner Meinung nach, eine der einfachsten Disziplinen hier. Also da kann man am einfachsten halt gewinnen. Weil bis jetzt lagen die Gegner immer übelst weit hinten. Aber eigentlich ist es ja fast das gleiche wie Rallye. Nur dass man hier ins Melter eigentlich nur Rallye Cross noch fährt. Und keine Rallye. Glaube ich, ne? Oder so war's so. Das war mein geiler Drift, Leute. Das war geil. Und nach dem eleganten Drift geht's ab ins Ziel mit einem echt noch perfekt aussehenden Mini. Mini, ja. Obwohl, der ist ja gar nicht so mini. Und jetzt Ken Block, sorry, aber wir machen dich platt. Der hat uns beigebracht, wie Gymkhana geht. Aber dafür danken wir ihm jetzt nicht hier, indem wir ihm den Sieg geben. Nein, wir danken ihm, indem wir ihm einen leichteren, nur die Medaille geben. Der muss ja nicht den Pokal tragen. Oder naja gut, der muss nicht schwere Goldmedaille, sondern die etwas leichtere Silbermedaille nehmen. Obwohl die wahrscheinlich eh nicht so leicht ist. Und ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier überhaupt irgendwie Medaillen oder so bekommt. Oh, es geht doch mal schöneres Wetter, aber ihr seht, immer ist es so noch so ein bisschen dunkel am Himmel. Ja, ich dachte, es geht doch nicht so schönes Wetter. Und jetzt kommt wieder das Glücksspiel. Gewonnen, beim ersten Mal. Aber irgendwie ist es trotzdem immer noch so ein bisschen düster, oder? Naja. Egal, wir geben jetzt erstmal Gas und fahren gegen Ken Block. Wir sind gleich auf Platz 1. Keinen einzigen Zurücksetzer bis jetzt in dem ganzen Head-to-Head-Event gebraucht. Das ist echt super. Auf Schotter und hier wieder schön Asphalt-Grip und jetzt geht's gleich wieder auf Schotter, wieder weniger Grip. Dann. Der Wagen lässt sich echt extrem gut fahren. Echt geil. Die Karre. Und gleich haben wir die erste Hälfte geschafft. Geht hier durchs Ziel. Ken Block ist diesmal aber knapper hinter uns als die anderen. Der fährt aber jetzt erst gleich durchs Ziel. Aber links seht ihr, also okay, da seht ihr es jetzt auch. 8 Sekunden Rückstand hat er. Links seht ihr es ja auch in der Leiste, ob der weiter hinten ist, weil man kann das an der Karte jetzt nicht irgendwie ablesen. Oder sonst irgendwie, außer halt, wenn die Zeit angegeben wird, aber sonst kann man es eigentlich nicht richtig ablesen. Oder oben rechts halt, wer jetzt, wo man jetzt liegt, beziehungsweise wie groß der Abstand halt noch ist, den man hat zum Gegner. So, und noch einmal machen wir den Zaun kaputt. Das war wieder der Drift, wo wir mit 1 km/h stehen bleiben. Er hat wieder größeren Abstand, der Ken. Und jetzt probiere ich nochmal meinen Drift. Ja, der ist diesmal nicht so gut. Wir sind mit dem Heck an der Wand hängen geblieben. Ich war zu weit draußen, also an der Mauer. Und jetzt ab durchs Ziel. Mit einem super aussehenden Auto. Nicht so wie beim ersten, beim Viertelfinale. So, Ken. So fährt man sowas. So viel Erfolg ist fast unheimlich. Naja, so unheimlich ist es jetzt nicht. Okay. Dann steht jetzt nur noch das Finale bevor. Michelin-Reifen, ja, die haben
echt gut gearbeitet, die haben echt gut funktioniert. Und jetzt abgeschlossene Endplatzierung, bla bla bla, ordentlich Punkte, Platz 23. Will jemand was mit uns zu tun haben oder haben niemand Interesse? Doch, jemand, die was mit uns zu tun haben, nämlich Kuma Motorsports. Na dann.